Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Dieses Video ist jetzt ganz spontan entstanden, nachdem ich gestern auf dem Kanal Ella-Kanal, das ist so ein Kärchen, die gerade ins Prepping einsteigen und die gestern die schlaue Idee hatten, sie legen sich mal eben eine Waffe zu. Und da ist so viel Falschwissen und Halbwissen dabei gewesen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich erkläre es mal, wie ist es richtig in Deutschland, wie komme ich denn dazu, selbst eine Waffe zu besitzen oder Waffe besitzen zu dürfen. Was ist der Unterschied zwischen Waffenschein, Waffenbesitzkarte und kleiner Waffenschein? Weil es ist scheinbar die meisten kein Begriff oder die wissen nicht, woher. Ich möchte aber dazu auch noch sagen, dass die Sportschießen, also richtig präzise mit einer Waffe zu schießen, einen Heidenspaß macht. Das ist ein hochpräziser Sport, bei dem ich wirklich den Körper anspannen muss, bei dem ich meine Atmung kontrollieren muss, um überhaupt ins Ziel zu treffen. Also die, die man im Fernsehen sieht, die wollen immer so ganz locker so peng, 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 peng oder am besten nur so von oben schießen. Es funktioniert in der Praxis definitiv nicht. Jeder, der schon mal mit so einer Waffe geschossen hat, weiß, dass das völliger Humbug ist. Das ist, wie gesagt, ein hochpräziser Sport. Macht aber einen Haufen Spaß und man lernt einen Haufen neue Leute kennen. Und wenn dich interessiert, wie man Legalwaffenbesitzer, also Sportschütze in Deutschland werden kann, was das Ganze kostet und was man dafür tun muss, dann bleib einfach dran. Wie gesagt, das Video habe ich jetzt einfach zwischendurch mal schnell gemacht, weil mir als Skisportverantwortlicher für den Kreis hier herunten hat es mir gestern einfach alle Zehennägel aufgezogen, wie ich das gehört habe. Allein schon, dass kein Mensch den Unterschied zwischen Waffenbesitzkarte, Waffenschein und kleinen Waffenschein oder Waffenpass kennt. Und das erkläre ich jetzt. Was ist denn nun der Unterschied zwischen Waffenschein, Waffenbesitzkarte und kleinen Waffenschein? Fangen wir mit dem kleinen Waffenschein an. Der berechtigt mich zum Führen einer Schreckschusswaffe, aber keiner echten Waffe. Dafür habe ich ein eigenes Video gemacht, das verlinke ich euch oben, das könnt ihr euch dann gerne anschauen. Das Thema geht es heute nicht. Es gibt den sogenannten Waffenschein. Der Waffenschein berechtigt mich, dass ich zum Beispiel hier meine Waffe so dabei habe und draußen rumrenne. Das ist der Waffenschein. Der Waffenschein wiederum aber berechtigt mich nicht, eine Waffe dauerhaft zu besitzen oder eine zu kaufen. Dafür brauche ich wiederum eine Waffenbesitzkarte. Gleich vorab, den Waffenschein bekommt in Deutschland so gut wie keiner, mit Ausnahme vielleicht von zum Beispiel Politiker ab Landrat aufwärts, zum Selbstschutz. Für den Normalbürger ist es leider nicht erlaubt, eine Waffe mit sich zu führen. Daher der Begriff führen. Um eine Waffe aber trotzdem zu erhalten und daheim zu haben, brauche ich eine sogenannte Waffenbesitzkarte. Die berechtigt mich, solche Waffen zu kaufen, daheim zu haben, und ich darf daheim mit der rumrennen, wenn ich will. Auf meinem befriedeten Grundstück, befriedet heißt immer, es ist komplett geschlossen, also angenommen, ich habe einen großen Hof mit geschlossener Gartentür oder wie auch immer, dann könnte ich dort mit meiner Waffe patrouillieren. Ich empfehle solche aber nicht, weil die Nachbarn werden das wahrscheinlich nicht so lustig finden und da kommt man ganz schnell das SEK und dann schaut sie ja plötzlich in geladene Läufe von Waffen und das macht definitiv keinen Spaß. Welche Voraussetzungen brauche ich denn jetzt, um so eine Waffe daheim zu besitzen? Das erste, was ihr machen müsst, ihr müsst eintreten in einen Skisport treibenden Verein oder Verband. Es kann ein Schützenverein sein, es können die Reservisten sein, da gibt es 8 verschiedene Verbände, BDMP, BSSB und wie sie alle heißen, oder wir Reservisten eben, die Berechtigung haben, euch sogenannte Bedürfnisse auf Waffen aufzustellen. Da gibt es also viele Voraussetzungen, also wie gesagt, dort müsst ihr dabei sein und das für Minimum 12 Monate. Ihr müsst in diese 12 Monate regelmäßig dem Skisport nachgehen. Das bedeutet, ihr müsst entweder einmal pro Monat zum Schießen gehen, jedes Monat regelmäßig, oder wenn ein Monat fehlt, müsst ihr mindestens 18 Mal beim Schießen gewesen sein. Das sind so die Grundvoraussetzungen, um einen Antrag auf Bedürfnis stellen zu dürfen. In diese 12 Monate müsst ihr zusätzlich noch eine Waffensachkundeprüfung machen. Die Waffensachkundeprüfung ist also ein theoretischer Teil mit praktischem Teil und ihr müsst dann dazu eine Prüfung ablegen, eben Theorie und auch eine Praxisprüfung, in der es eigentlich darum geht, dass ihr wisst, was darf ich nicht,
Und wie gehe ich, und das ist das Wichtigste, sicher mit einer Waffe um? Denn der Schießsport ist die zweitsicherste Sportart in Deutschland nach Berufsgenossenschaft. Die sicherste ist Schach. Dann kommen wir. Und es passiert deswegen nichts, weil ihm so hohe Voraussetzungen haben und auch viele, viele weitere Sachen. Es muss immer ein Schießleiter dabei sein, der das Ganze unter Aufsicht hat und. Also viele Sachen, aber deswegen ist es ein sicherer Sport. Genau, also wie gesagt, 12 Monate Mitglieder, regelmäßig geschossen haben, die 18 Mal. Dann müsst ihr einen Tresor daheim haben. Mittlerweile für neue einen Tresor der Stufe, mindestens der Stufe 0. Das sind also schon schwere Brocken, da habt ihr zum Beispiel so einen 140, 150 Kilo Tresor im Haus, in dem die Waffen verwahrt werden, wenn ihr nicht zu Hause seid. Weil ihr müsst ja Vorsorge treffen, dass die Waffen nicht abhanden kommen. Aber wenn ihr die halt irgendwo ins Regal reinlegt, gefährliche Geschichte, ihr müsst dafür Sorgen tragen, dass zum Beispiel Kinder etc. auch nicht an diese Waffen rankommen. Gut, also wir haben jetzt die Schießen, wir haben die, die 12 Monate dabei, wir haben einen Tresor und wir haben die Waffen-Sachkundeprüfung. Diese vier Voraussetzungen müssen sein, dann könnt ihr bei einem Verband ein sogenanntes Antrag auf Bedürfnis für Waffenerlaub beantragen. Da werden dann diese Sachen nochmal geprüft. Und mit diesen Sachen geht es ja dann, je nach Bundesland, bei uns ist es das Landratsamt, bei anderen ist es die Polizei, gibt es dort diesen Antrag, müsst ihr dort einen extra Antrag nochmal stellen, auf eine Waffenbesitzkarte, und dann wird sie geprüft. Ihr werdet jetzt also durchleuchtet von der Polizei, ob ihr irgendwas auf dem Kerbholz habt. Und hier würde teilweise schon reichen, wenn ich massiv zu schnell gefahren bin oder zum Beispiel betrunken Auto gefahren bin, das sind so typische Beispiele, dann bekommt ihr schon keine Waffenbesitzkarte. Ihr habt jetzt den Voreintrag, die Polizei hat alles geprüft, ihr kriegt dann eine Waffenbesitzkarte. Es gibt drei verschiedene. Es gibt die rote für Sammler, die gehen wir jetzt nicht durch. Es gibt die gelbe für Repetierer. Repetierer sind quasi solche Gewehre, wo ich selber nachladen muss. Und es gibt die grüne für Pistolen und Halbautomaten, wie diesen hier zum Beispiel. Der Halbautomat bedeutet, ich drücke ab, er lädt sich selber wieder nach und ich kann quasi so schnell ich drücken kann, so schnell feuert er. Dafür brauche ich die sogenannte grüne Waffenbesitzkarte. Gut, also jetzt gehen wir davon aus, ihr habt diese Waffenbesitzkarte nach in der Regel 14 bis 18 Monaten insgesamt dann in der Hand. Dann könnt ihr damit zum Waffenhändler gehen und da steht dann zum Beispiel drin ein Voreintrag für eine 9x19mm. So eine Pistole wie diese hier ist. Und dann könnt ihr die beim Waffenhändler erwerben. Ihr müsst ihm also die WWK vorlegen, müsst sie dann auch noch eintragen lassen. Genau, und schon seid ihr glücklicher Waffenbesitzer und könnt weiterhin zum Schießen gehen, aber dann mit der eigenen Waffe, was einfach auf Dauer mehr Spaß macht, weil ich mich an die eigene Waffe besser gewöhne und dadurch bessere Ergebnisse erziele beim Schießen. Es gibt natürlich für Waffenbesitzer einige Auflagen. Also ich darf die Waffe nicht einfach da mal liegen lassen, wenn ich nicht da bin. Ich darf die Waffe zum Beispiel auch nicht unter das Kopfkissen legen, wenn ich schlafe. Also sobald ich nicht mehr Herr meiner Sinne bin, was beim Schlafen ja der Fall ist, muss die Waffe im Tresor verstaut sein. Es kann euch jederzeit passieren, dass einer vom Landratsamt oder Polizei, je nach Bundesland, kommt, um euch zu kontrollieren. Der klingelt dann unten und ihr müsst ihm quasi eure Waffen zeigen. Ja, das ist dann ein Zugangsrecht, auf gut Deutsch gesagt. Und kontrolliert dann, ob alle Waffen ordnungsgemäß verwahrt sind, ob dort irgendwie was gegen das Waffengesetz da ist, dann kann er euch die Waffen nämlich abnehmen. Also damit müsst ihr jederzeit rechnen. Und ihr dürft dann die Waffen draußen nicht rumrennen damit, sondern ihr dürft die nur transportieren. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel ein Behältnis, wo die Waffe dann drin ist, das muss verschlossen sein. Und damit kann ich dann zum Beispiel zur Schießstätte zum Schießen fahren oder ich kann zum Waffenhändler fahren, wenn ich irgendwas reparieren muss. Das sind so typische Beispiele. So, was kostet denn der ganze Spaß jetzt eigentlich mal? Also wir beginnen mal mit der Waffensachkundeprüfung. Die kostet je nachdem zwischen 100 und 200 Euro. Geht also mal mehrere Tage und endet dann in einer praktischen und theoretischen Prüfung. Wie gesagt, 100 bis 200. Dann muss ich ja einen Tresor mir kaufen. Für Lang- und Kurzwaffen bin ich dabei ungefähr, geht es ab 600, 700 Euro aufwärts. Also es geht bis unendlich in meinem Schießsport. Schießen ist also kein Schwabensport, Entschuldigung an die Schwaben, sondern es kostet schon was. Also so ist es nicht. Genau, Schrank haben wir, dann Waffensachkunde haben wir.
Dann müsst ihr natürlich bei eurem Verband nur eine Jahresgebühr zahlen. Manche haben auch Aufnahmegebühr. Also die Reservisten haben, glaube ich, mit Abstand die günstigsten mit 30 Euro pro Jahr. Das gibt es, glaube ich, sonst nirgendwo. Und was haben wir noch? Und natürlich Munition zum Schießen. Ich muss ja 18 Mal zum Schießen gehen. Und da je nach Kaliber muss ich da zwischen 20 und 40 Euro pro Schießen rechnen. Also rechnest du mal locker mit 400 bis 800 Euro nochmal dazu. Sodass, wenn ich alles zusammenkomme, genau, und eine Waffe brauche ich natürlich auch noch. Kurzwaffen gibt es ab 650 Euro, Langwaffen, Halbautomaten gehen ab 1200 Euro los, Repetierer, vernünftige ab 800-900 Euro und Gebrauch kriege ich einmal eine Waffe für 350 Euro. Die muss deswegen nicht mehr schlecht sein. Also wenn ich alles so zusammennehme, dann geht es ab 1500 Euro aufwärts, was mich das Schießen im Endeffekt kostet, bis ich selber Waffenbesitzer bin. Gut, ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen, dass man den Unterschied zwischen Waffenbesitzkarte, Waffenschein, kleiner Waffenschein kennt, dass ihr wisst, was müsst ihr tun, wenn ihr wirklich dem Skisport beitreten wollt, was der ganze Spaß kostet. Ich denke mal, das habe ich jetzt ausführlich erläutert. Es macht auf alle Fälle einen heiden Spaß. Es ist sehr gut für die Koordination, weil ich ja hier Augen-Hand-Koordination ist ein ganz wichtiger Punkt zu dem Thema. Und wie gesagt, man lernt nette Leute kennen. Gut, wie beginnt ihr denn jetzt am besten? Am einfachsten ist, ihr schaut mal bei Google, bei Dr. Google rein und fragt mir nach Skistätten oder Sportschützen oder Schützenvereine, was auch immer in eurer Gegend. Oder wer gern zu den Reservisten auch gehen möchte, es gibt unsere Verbandseiten, da könnt ihr über lokal, könnt ihr dann den Reservistenverband eurer Nähe aussuchen und dort mal nachfragen, ob die Schießen anbieten, die meisten machen es und wie man da dazugehen kann. Also einfach dort mal anrufen, mal Probeschießtraining machen, ob es euch überhaupt gefällt oder nicht. Und dann merkt ihr schon, ob das was für euch ist oder nicht. Okay, das war's wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Falls noch nicht geschehen, dürft ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut es unten in die Kommentare rein. Und ansonsten sage ich Ciao, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.